Hallo und herzlich willkommen zu Software to Construction Vorlesung Nummer 14. Wir haben das ganze Semester ausgereizt und das ist deswegen jetzt auch die letzte Vorlesung. Und wie ihr wahrscheinlich alle schon erwartet habt, besprechen wir heute noch das Abschlussprojekt. Ich habe noch einen ganz kleinen, kurzen Teil, wo ich euch nochmal was im Code zeige. Das ist vor allem deswegen, damit wir das Abschlussprojekt ein bisschen besser ausprobieren können. Aber erstmal so die grundsätzlichen Sachen. Also die Abgabe ist am 29.02., das bedeutet in 3,5 Wochen. Funktioniert genauso wie beim letzten Mal. Die Prüfung ist dementsprechend einen Tag später. Das ist übrigens ein Freitag, der 1.3. Und da ist jetzt ein bisschen anders. Wir haben ein bisschen strengeres Zeitlimit. Letztes Mal war das ja, oder bei den Meilensteinen war es ja immer so ein bisschen drunter und drüber. Manche haben ganz lang geredet, manche ganz kurz. Wir machen das jetzt so ein bisschen mehr in so einer festen Form. Das werdet ihr auch bei dem Poll sehen. Also der funktioniert jetzt so, dass ihr euch in Slots einwählt, die jeweils 15 Minuten sind. Und man kann nur einen auswählen und jeder kann nur in einem Slot drin sein. Das heißt, ihr wählt genau die Zeit aus, wo ihr dann quasi dran seid mit der Prüfung. Das ist immer noch in Discord. Wenn jemand möchte, könnt ihr auch vorbeikommen, aber ich glaube, dass in Discord funktioniert das genauso. Nur was ich euch natürlich dadurch, dass es eine Prüfung ist, bitten würde, ist, dass ihr euch darum kümmert, dass ihr eine Kamera habt, damit ich euch sehen kann, damit ich weiß, dass quasi auch wirklich ihr mit mir sprecht. Genau, die Slots sind zwischen 10 und 16:30 Uhr. Also falls irgendjemand dann doch irgendwie Probleme hat, weil er arbeiten muss an dem Tag, dann sagt mir bitte Bescheid, dann können wir auch natürlich einen anderen Termin finden. Gut, zu den Anforderungen. Also grundsätzlich sind die Anforderungen natürlich aufbauend auf das, was wir bisher die ganze Zeit gemacht haben. Wir müssen natürlich nichts Neues jetzt komplett aus dem Boden stampfen, das macht auch gar keinen Sinn. Stattdessen nehmen wir die Sachen, die wir bisher hatten, bauen sie nochmal so ein bisschen aus und fügen nochmal ein bisschen was Neues hinzu. Allen voran den Compiler, das hatte ich ganz am Anfang schon mal angekündigt. Ihr müsst den jetzt vom Sprachumfang vervollständigen. Das heißt, je nachdem, was eure Sprache eigentlich können sollte, müsst ihr jetzt noch mal ein bisschen was hinzufügen. Wenn ihr die vorher schon irgendwie fertig gemacht habt, dann seid ihr natürlich mit dem Punkt schon fertig. Und wenn ihr da noch mal gucken wollt, also ich habe auch immer hingeschrieben, in welchen Vorlesungen ihr die Sachen findet. Das ist genauso wie bei den Meilensteinanforderungen. Neu ist jetzt, dass der Compiler mehrere Dateien kompilieren soll. Das heißt, im Wesentlichen sollte man über die Kommandozeile, wenn man den aufruft, sollte man mehrere Argumente übergeben können, die als Dateien dann oder Pfade gewertet werden. Und vielleicht könnt ihr das noch so machen, dass der Compiler irgendwie als Argument einen Output-Ordner oder so bekommt. Ihr kennt das ja, dann kann man so eine Option definieren, minus O und dann halt so einen Ordner. Oder minus minus Output, irgendwie sowas. Vielleicht könnt ihr da auch eine Library benutzen. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, wie es konkret macht. Hauptsache, man hat irgendwie eine Möglichkeit, mehrere Dateien festzulegen und einen Output-Ordner festzulegen. Das heißt, der Compiler schreibt jetzt nicht mehr einfach nur irgendwelche kompilierten Sachen in die Konsole, so wie wir das bisher gemacht haben, sondern das solltet ihr rauslöschen und tatsächlich Dateien anlegen, die dann auf der Festplatte liegen. Das andere, da werde ich gleich zu kommen, aber erst besprechen wir alles. Wenn man die Beispieldatei hat, soll euer Compiler robust genug sein, dass man sie abtippen kann, ohne irgendwelche Errors auszulösen. Also mit Errors meine ich natürlich nicht die Errors, die durch die Datei an sich entstehen können, die dann halt ganz normal angezeigt werden, sondern mit Errors meine ich eher sowas, dass der Compiler tatsächlich crasht. Also so einen Type-Error oder so, der irgendwie dadurch ausgelöst wird, dass ihr irgendwo einen Check vergessen habt oder sowas. Dieses Abtippen oder genau das Testen davon ist natürlich sehr nervig, weil ihr müsstet ja dann jedes Mal euch hinsetzen und die gesamte Datei abtippen, die Beispieldatei, und gucken, ob dabei irgendwelche Errors entstehen. Das ist natürlich ein Unterschied, ob man dem Compiler die fertige Datei gibt oder ob man dem die so quasi gerade während man sie aufschreibt, immer gibt. Und ich zeige euch gleich, wie wir die Web-Anwendung nutzen können, um genau das zu automatisieren, dass wir quasi prüfen, ob nach jedem Tastenanschlag der Compiler damit umgehen kann. Oder besser gesagt, die Datei wird so Schritt für Schritt abgetippt und wir gucken, ob es nicht also wir prüfen, dass nicht keine Errors irgendwie entstehen. Und das kann man dann automatisiert machen. Das heißt, ihr könnt immer wieder was ändern und dann seht ihr, kriegt ihr sofort mit, ob das was bewirkt hat oder nicht, ob ihr das gefixt habt. Dafür ist natürlich auch total praktisch, dass wir die Webanwendung haben, weil ich hatte ja generell noch nicht über Testen gesprochen in der ganzen Veranstaltung. Wir haben für den Compiler keine Tests geschrieben und auch für die VS Code Extension. Der Compiler ist eigentlich relativ easy zu testen, deswegen habe ich das jetzt mal weggelassen. Da könnte man ganz normale Unit-Tests schreiben.
Die Extension ist ein bisschen schwieriger. Da gibt es schon auch Anleitungen, wie man das machen kann, aber ja, das ist ein bisschen nervig und funktioniert auch nicht so super cool. Deswegen habe ich das quasi jetzt bis zum Schluss aufgehoben und wir machen das jetzt anhand von der Webanwendung. Und zwar mit einem End-to-End-Test. Deswegen steht hier Cypress. Also ein End-to-End-Test ist quasi ein Test, der tatsächlich das ganze Produkt, so wie es dann quasi am Ende für den Benutzer verwendet wird, testet. Das machen wir gleich. So, dann gibt es jetzt ein Konzept für die Prüfung, das habe ich einfach mal Bonuspunkte getauft. Ihr müsst nicht alles machen, was hier steht. Diese Bonuspunkte gibt es zum Beispiel, wenn ihr jetzt in euren Compiler geht und so wie ich das in der, ich glaube, vor zwei Vorlesungen oder so müsste es gewesen sein, sowas wie eine Source Map generiert. Dann kriegt ihr Bonuspunkte, dafür könnt ihr theoretisch eins von den anderen Sachen, wenn ihr die nicht hinbekommen habt, wieder gut machen. Also quasi dieser Punkt hier ist keine richtige Anforderung, sondern gibt nur Pluspunkte. Ihr könnt damit auch von den Meilensteinpunkten wieder gut machen. Also wenn ihr da irgendwie Punktabzug bekommen habt, dann könnt ihr hier sowas machen und quasi eure Note so ein bisschen aufbessern. Das sind aber keine einfachen Punkte, wie man schon erkennen kann. Also Source Map generieren geht noch gerade so, da muss man ein bisschen tricksen, aber man kriegt es hin. Das andere ist dieses Inkrementelle. Das hatte ich auch vor, glaube ich, vor drei Vorlesungen in der 11. oder sowas erzählt. Das ist natürlich wieder ein bisschen komplizierter. Wobei man sagen muss, ich habe gleich noch eine andere Stelle, wo wir tatsächlich keinen Bonuspunkt haben. Genau hier unten. Das müsst ihr machen. Das heißt, wenn man das einmal gemacht hat, ist es im Compiler, diesen Bonuspunkt noch zu bekommen, eigentlich gar nicht so schwierig. So, jetzt erstmal zum Language Server. Also ihr müsst die ganzen LSP-Features, die ich in der Vorlesung gezeigt habe, natürlich implementieren, sofern sie anwendbar sind für eure Sprache. Das war ja letztes Mal schon so. Diese zwei Bonus-Features aus Meilenstein 2, das hatten manche vergessen. Also diese LSP-Features, die müsst ihr jetzt nachholen unbedingt. Ansonsten gibt es nochmal Punktabzug dafür, wenn ihr die nochmal vergesst. Und außerdem sollt ihr nochmal zusätzlich zwei neue LSP-Features implementieren. Also ganz neue, die bisher noch keiner gemacht hat. Wenn ihr vorher schon mal in dem zweiten Meilenstein irgendwie vier LSP-Features gemacht habt, sofern ich da nicht zu euch gesagt habe, das und das ist eigentlich quasi das Gleiche, dann könnt ihr die euch da quasi anrechnen lassen. Aber wenn ihr das eine Mal Format on Type und das andere Mal Format Document gemacht habt, dann habe ich, glaube ich, zu euch gesagt, das ist das Gleiche. Oder es ist sehr ähnlich. So, das heißt, das, was ich gezeigt habe, plus vier. Außerdem eben diese Dateiabhängigkeiten. Das habe ich lang und breit erklärt in dieser einen Vorlesung. Jetzt müsst ihr das mal umsetzen. Ich habe das nicht zum Spaß mir alles ausgedacht. Das ist auch, also es gibt ein paar Punkte, wo das ein bisschen schwierig zu implementieren ist. Vor allem eine Sache, die ich, glaube ich, nicht erwähnt hatte in dieser Vorlesung. Es ist im Language Server ziemlich schwierig, sich das gesamte Projekt zu holen. Also man kann dem schlecht, also in dem Language Server Protokoll ist es nicht so gut vorgesehen, dass man sich alle Dateien holt, die zu dem Projekt gehören. Da gibt es Umwege, die man machen kann, das verlange ich aber von euch nicht so wirklich. Also ihr könnt, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, könnt ihr es natürlich machen. Wichtiger ist so, dass ihr diese Abhängigkeiten jetzt mal implementiert. Und dafür ist auch notwendig, vielleicht nehme ich es nochmal, bevor ich die Folien hochlade, mit auf. Dafür ist notwendig, dass ihr in eurer Sprache irgendeine Möglichkeit habt, auf andere Dateien zu verweisen. Also das, was ich in meinen Beispielen, glaube ich, nicht gezeigt hatte, man braucht im Wesentlichen so eine Art Importmechanismus. Also dass man von einer Datei sagen kann, importiere mir mal bitte die Klasse namens XY aus der Datei XY.divl oder sowas. Und das müsst ihr in eurer Sprache noch entweder, wenn es das schon gibt, implementieren. Sehr sowieso durch den Sprachumfang machen müsstet oder eben euch noch mal was Neues ausdenken und quasi eure Sprache erweitern, so dass man so eine Art Importmechanismus hat. Was man natürlich auch theoretisch machen kann, das ist aber ein bisschen schwieriger tatsächlich, als ich das ausprobiert habe, habe ich in meiner Sprache keine Imports hinzugefügt, sondern es funktioniert einfach so, dass alles, was man in Dateien schreibt, ist automatisch in so eine Art Global Scope. So ähnlich, als würde man die ganzen Dateien dann konkatenieren, also alle Bezeichner, die in einer Datei stehen, sind sofort in der anderen auch sichtbar, sofern die eben auf der obersten Ebene sind. Das kann man auch machen, ist aber eben ja dann ein bisschen schwieriger, weil man dann kann potenziell jede Datei von einer anderen abhängig sein. Und dann ist es auch ein bisschen schwieriger. Dafür braucht man dann zum Beispiel auch dieses, hol mir alle Dateien, weil sonst kann man nicht sagen, diesen Bezeichner kenne ich nicht, der muss aus einer anderen Datei kommen.
Aber man weiß halt nicht, wie die heißt. Und das ist dann im LSP, wie gesagt, schwierig, weil man nicht einfach sich alle Dateien geben lassen kann, sondern man kann die entweder nach Namen fragen oder man muss darauf pokern, dass die schon irgendwie mal geöffnet wurden vom Benutzer. So, das heißt, das ist, würde ich auch sagen, das ist so ziemlich das größte Feature, was ihr jetzt neu machen müsst für das Projekt. Auf der zweiten Seite ist jetzt nochmal hier wiederholt, was ihr für die VS Code Extension machen musstet. Da hat sich nichts dran geändert. Also die funktioniert eigentlich noch immer genauso. Auch so Sachen wie, wenn ihr das einmal im Language Server implementiert, dass es mit mehreren Dateien umgehen kann, dann funktioniert das natürlich auch in der VS Code Extension. Und abgesehen davon müsst ihr sowieso dieses Feature mit den mehreren Dateien in der VS Code Extension ausprobieren, weil in dem Web-Editor ist es Stand jetzt nicht gefordert, dass ihr mehrere Dateien ermöglichen könnt dem Benutzer. Das ist nämlich hier wieder so ein Bonuspunkt. Ansonsten, genau, die Webanwendung funktioniert genauso wie vorher. Neu habe ich mal jetzt einfach aufgenommen, dass ihr so eine Art Homepage hinzufügt. Also wir haben ja bisher nur diese Seite, wo der Editor drauf ist. Aber damit ihr einfach nochmal so ein bisschen euch auch mit Angular und so beschäftigen könnt, könnt ihr einfach nochmal so eine kleine, ja, so eine Art Homepage bauen. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Na, wo ist meine Maus? Das könnte zum Beispiel sowas sein. Also ihr müsst natürlich jetzt nicht alles hier von übernehmen, aber irgendwie mal so ein, keine Ahnung, hier, what is my language? Dann steht hier so ein bisschen irgendwelche Buzzwords, bla bla. Wichtig ist, dass es dann irgendwie einen Link gibt, wo man draufklicken kann, und wo dann euer Playground aufgeht. Ihr müsst auch jetzt nicht unbedingt sowas hier machen, so einen Seitenheader oder so ein Kram. Also schaut einfach euch nochmal an, wie man in Angular quasi noch eine Seite hinzufügt. Wir haben das ja mit dem Routing auch gemacht. Da könnt ihr das jetzt mal anwenden. Schaut euch an, wie man einen Link und sowas also einen Router-Link von einer Seite zur anderen macht und dann spielt einfach nochmal ein bisschen mit HTML rum, um sowas hier hinzubekommen, dass es halt so ein bisschen aussieht wie eine richtige Webseite. Gut. Was ich auch noch von euch verlange, ist, dass ihr mehrere Beispiele zur Auswahl stellt. Also dadurch, dass euer Sprachumfang natürlich dann anwachsen wird, könnt ihr nicht mehr alle Sprachfeatures innerhalb von einer Datei unterbringen. Zumindest nicht so, dass es sinnvoll ist oder übersichtlich. Das heißt, macht einfach mal so einen Auswahl-Select oder sowas, wo man mehrere Beispiele angezeigt bekommt. Könnt ihr ja dann alle in euren Examples-Ordner packen und dann kann man halt auswählen, welches soll jetzt in den Editor reingeladen werden. Ist eigentlich auch nicht sonderlich schwierig, kann man mit Angular relativ easy machen. Ihr müsst nur das an der Stelle umbauen, wo ihr eben diesen HTTP-Request macht, um das Beispiel zu laden, die Datei. So, dann, wie ich eben schon gesagt habe, wenn ihr das hinbekommt, mehrere Dateien als Tabs anzuzeigen, das würde im Wesentlichen mit diesem Monaco VS Code API und deren Extensions funktionieren. Dafür gibt es Bonuspunkte. Probier das einfach mal aus. Es ist kein Muss. Also in dem TypeScript-Editor, den wir eben hatten, gibt es das ja zum Beispiel auch nicht. Und es ist natürlich dann auch schwieriger, wenn man eine neue Datei erstellt, wo gibt man dann den Namen dafür ein und so weiter und so fort. Wenn ihr da euch mit beschäftigen wollt und einfach mal so ein bisschen mehr in dieser Webwelt noch euch austoben wollt und da vielleicht die Bonuspunkte sammeln möchtet, die ihr im Compiler nicht bekommen könnt, dann probiert das mal. Genau, und dann muss das Ganze natürlich wieder publiziert werden, ganz, ganz normal. Achtet natürlich hier bei diesem Punkt auch darauf, dass ihr das, wenn ihr jetzt irgendwelche Änderungen macht, dass ihr am Ende nochmal alles publiziert mit allen Änderungen und nicht irgendwas vergesst. Also wenn ihr was am Language Server ändert, müsst ihr natürlich die VS Code Extension nochmal neu publizieren, ansonsten sind die Änderungen nicht mit dabei. Man kann es nicht richtig ausprobieren. Die Web-App wird ja eigentlich automatisch publiziert. Und ach genau, und beim Publishen von der Extension, da hat jemand schon mal festgestellt, dass es da ein Problem gibt, so wie aktuell unser Workspace funktioniert. Da gibt es im Discord einen Thread, wo man nachgucken kann. Gut, dann haben wir es alles zu den Anforderungen. Ich zeige euch jetzt noch ein bisschen Code, gibt es aber erstmal Fragen zu den Anforderungen. Ich kann auch nochmal das zeigen. Ja. Was ist, wenn man nicht wirklich noch LSP-Features findet, die irgendwie sinnvoll sind? Also wenn man keine Types hat zum Beispiel, kann man schon mal ganz. Also die Frage ist, wenn man keine LSP-Features mehr findet, die sinnvoll sind. Wenn man vorher schon genug gemacht hat, dann ist es natürlich okay, aber ich glaube, dass
Also insgesamt müssten wir so 6 Features rum oder sowas gemacht hatten, haben. Plus 2, plus nochmal 2 sind 10. Und ich glaube, das LSP ist an sich groß genug, dass selbst wenn man keine Types hat, dass man dann so viele Features implementieren kann. Ansonsten überlegt euch irgendwie, wie ihr, also schildert das halt, wieso ihr alle anderen ausschließen konntet, die keinen Sinn ergeben, und macht dann zum Beispiel irgendwas, was eigentlich quasi dasselbe ist, wie zum Beispiel dieses Format und Format und Type. Das sind dann zwar, nach meiner Meinung, eigentlich ist es nur ein Feature, aber wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt, dann könnt ihr das trotzdem so machen. Und dann halt die anderen, frage ich euch dann in der Prüfung, warum habt ihr nicht das und das gemacht? Darauf müsst ihr euch dann vorbereiten. Gut. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann springen wir jetzt noch mal ganz kurz in den Code und machen abschließend das mit Cypress. Keine Sorge, es geht ganz schnell. Und ist auch eigentlich nicht viel. Also erstmal so generell, Cypress ist, wie ich schon gesagt habe, so ein End-to-End-Testing-Framework. Eigentlich kann man damit auch andere Tests schreiben. Es ist sehr, es hat ein relativ großes Ökosystem und ist auch sehr eigen in manchen Punkten. Ich persönlich bin kein riesiger Fan davon, aber es war relativ einfach jetzt zu integrieren und aufzusetzen. Deswegen zeige ich euch das jetzt. Und erstmal braucht man dafür einen Command, um sich eine neue App quasi zu generieren. Man packt die Tests für Cypress nicht in das, was man eigentlich testet, sondern man macht dafür eine eigene App. Und das ist hier zum Beispiel dieses Web E2E. Wir haben tatsächlich, falls ihr euch erinnert, ganz am Anfang, als wir das Workspace angelegt haben, haben wir das deaktiviert. Also da hätten wir schon Cypress auswählen können. Ich habe da noch nicht dran gedacht, dass es vielleicht mal irgendwann sinnvoll sein könnte. Aber man kann es auch relativ einfach wieder hinzufügen. Und zwar sind hier die beiden Commands. Ich kann die jetzt nicht ausführen, weil ich habe das schon hinzugefügt und will es jetzt auch nicht nochmal machen. Ihr müsst einmal hier dieses nxcypress-Package installieren und dann kann man hier mit diesem Command dieses Projekt generieren, also dieses hier. Und man muss hier sagen, also es soll halt ein Cypress-Projekt sein. Man kann theoretisch auch den Cypress-Code in den Web-Ordner reinkopieren. Dann ist es so ähnlich wie normale Tests, eben im gleichen Ordner. Macht aber, also finde ich, ist hier nicht so schön. Und dann muss man eben sagen, dass sich das auf dieses Web-Projekt trotzdem bezieht, damit das korrekt einstellt, dass der Dev-Server und sowas von Angular gestartet wird, wenn man eben Cypress benutzt. Und hier werden dann so ein paar Config-Dateien generiert, die müsst ihr euch eigentlich gar nicht genau angucken. Hier steht im Wesentlichen nur, dass man dieses E2E-Target benutzen kann. Also so wie wir für vorher Build und Run und sowas hatten, gibt es halt jetzt E2E. Und hier steht dann dieses Dev-Server-Target und das sagt, wir wollen gerne diesen Angular-Dev-Server von unserem Webprojekt testen. Das ist unwichtig, da passiert nicht viel, das hier auch. Und dann gibt es hier so ein paar Support-Dateien. Hier, das, was hier drin stand, hatte ich, glaube ich, gelöscht, weil wir das nicht brauchen. Hier gibt es so Commands, da zeigen die so ein bisschen, wie man das erweitern kann. Das brauchen wir aber auch nicht. Und hier wird das importiert. Dann kann man hier so Fixtures und sowas anlegen. Das sind Sachen, wo man quasi irgendwelche Daten, irgendwelche Objekte einfach als JSON-Dateien ablegen kann, damit man die dann später leichter laden kann in den Tests. Aber auch das brauchen wir nicht. Für uns ist wichtig hier diese generierte app.sci.ts. Und die werde ich euch auch wieder in den Discord schicken, damit ihr es nicht abtippen müsst. Aber ihr müsst hier ein bisschen was anpassen. Und die ist jetzt so aufgebaut wie ein klassischer Unit-Test in JavaScript. Da gibt es immer so einen Describe, wo man irgendwie eine Komponente, zum Beispiel hier in dem Fall unser Web, beschreibt. Und dann kann man hier mit it einen Test deklarieren. Und der Test hat immer einen Titel und dann so einen Callback, was quasi den Rumpf von dem Test definiert. Außerdem gibt es hier so ein Before Each. Damit kann man sagen, vor jedem Test, also vor jedem It, soll Folgendes ausgeführt werden. In dem Fall ist es tatsächlich nur hier dieses sci.visit. Damit wird quasi die Homepage von eurer Seite aufgerufen. Was ihr dann natürlich anpassen müsst, wenn ihr eine Homepage habt, dann wollt ihr ja nicht da sein und dann auf den Link klicken, könnt ihr aber auch machen. Oder ihr müsst hier slash play oder playground oder wie auch immer eure Route heißt, damit ihr gleich auf der richtigen Seite landet. Ansonsten versucht ihr da Sachen zu finden, also den Editor zum Beispiel zu finden, den es halt einfach nicht gibt auf eurer Homepage.
So, dann machen wir hier noch so ein On-Before-Load. Das ist dafür da, damit ich das gleich testen kann. Und zwar sage ich hier, der soll bitte darauf lauschen, wenn irgendjemand hier auf dieser Konsole, und zwar von diesem Window, die Methode Error aufruft. Und wir können hier nicht einfach das normale Console benutzen. Das hat was damit zu tun, wie Cypress funktioniert. Das zeige ich euch gleich, wenn wir es ausführen. Also man muss hier wirklich das so machen. Dann kommt hier der Test und hier schreibt man dann immer so Sachen mit sei und dann irgendwelche Commands. Und hier zum Beispiel suche ich nach einem Selektor. Das ist der, also den habe ich irgendwie über das HTML rausgefunden. Das ist ein Selektor, womit man, wenn man da draufklickt, landet man quasi mit dem Cursor in dem Monaco-Editor. Man kann da, glaube ich, wahrscheinlich auch was anderes nehmen, aber das hat gut funktioniert. Und weil wir jetzt auf unserer Playground-Seite zwei Monaco-Editor haben, müssen wir hier sagen First. Also der nimmt sich quasi das erste Element, zu dem das passt. Wenn bei euch aus irgendwelchen Gründen der Editor, womit man den eigentlichen Code eingibt, wenn der auf der anderen Seite ist, dann müsst ihr hier natürlich nicht First, sondern Last schreiben. Also wenn ihr das irgendwie von rechts nach links oder so gemacht habt. So, mit Klick klickt er dann dahin an der Stelle und dann ist quasi der Editor fokussiert. Man muss sich immer so ein bisschen, also diese Cypress generell, das habe ich eben noch nicht gesagt, das ist ein Tool, womit man quasi den Benutzer automatisieren kann. Also das, was der Benutzer mit eurer Seite macht. Zum Beispiel, wie der seinen Cursor bewegt, wie der irgendwelche Tasten drückt oder so. Wenn ihr euch erinnert an PM, da gab es dieses TestFX zum Beispiel. Das ist vom Prinzip das gleiche, nur dass Cypress natürlich deutlich, ja, deutlich fortgeschrittener auch ist. In dem Sinne, dass es zum Beispiel nicht euren Mauszeiger für sich einnimmt und den irgendwie durch die Gegend schiebt, sondern das passiert alles im Hintergrund. Was das dann eben auch machen kann, ist hier sowas wie Type. Und das benutze ich jetzt. Hier steht Meta A. Da müsst ihr vielleicht nochmal was ändern, dass ihr da statt Meta Control reinschreibt, also CTRL. Das bewirkt im Wesentlichen, dass in dem Editor Steuerung A gedrückt wird, dann wird alles ausgewählt und dann wird Backspace gedrückt und damit alles gelöscht wird. Weil wenn sich die Seite öffnet, dann lädt euer Editor ja das Beispiel. Und ich will hier aber ein anderes Beispiel abtippen, deswegen muss ich erstmal das ursprüngliche löschen. Also man merkt schon, das sind hier eigentlich relativ viele Tricks, die hier irgendwie benutzt werden, aber es gibt keine bessere Möglichkeit, wie man diesen Monaco-Editor automatisieren kann. Und das, selbst wenn es eine gäbe, wäre das auch nicht das, was der Benutzer macht, weil der interagiert ja nicht mit der JavaScript-API von dem Monaco-Editor, sondern der tippt halt nun mal auf Tasten und benutzt seine Maus, um irgendwelche Dinge zu tun. Deswegen macht man das hier so. Und fragt mich auch nicht, warum das hier nicht in eine Variable ausgelagert ist. Das geht in Cypress nicht. Ich weiß nicht warum, das ist ganz komisch. Also, wenn man das versucht, kriegt man sogar einen Error von ESLint. Do not assign the return value of a Cypress command. Also es funktioniert tatsächlich nicht. Selbst wenn ich diesen ESLint-Error jetzt ignoriere, wird es nicht gehen. Ganz doof. Egal. Das sind nur drei Commands, deswegen kann man mal copy-pasten. Ihr könnt auch das hier in eine Variable packen. So, dann kommt hier nochmal Type und diesmal habe ich hier den Inhalt von meiner Beispieldatei rein copy-pastet. Und ein bisschen habe ich den verändert. Ich habe zum Beispiel die Doc-Kommentare rausgenommen, damit es nicht ganz so lange dauert, den abzutippen. Man kann die natürlich auch drinnen lassen. Das muss man ja auch für den Compiler testen. Kann der damit umgehen, ob da ein Doc-Kommentar steht oder nicht. Aber ich habe es jetzt mal der Einfachheit rausgenommen. Was euch auch auffällt, ist, dass dieser Code nicht eingerückt ist. Und ich werde ihn jetzt mal einrücken oder ich werde ihn gleich mal einrücken, damit wir sehen, warum ich das so gemacht habe. Das hat einen Grund. So, dann, also hier ist der Code dann zu Ende und hier kommen dann nochmal so ein paar Optionen für dieses Type, diesen Type-Befehl. Zum Beispiel dieses Pass Special Char Sequences habe ich ausgemacht. Das ist das, was uns hier ermöglicht hat, quasi Steuerzeichen in diesen schweifen Klammern zu schreiben. Aber das wollen wir ja hier natürlich nicht, weil sonst kommt er irgendwie hiermit nicht klar oder sonstiges. Ich weiß nicht, wie er damit umgeht genau. Es hatte auch schon funktioniert, bevor ich das hatte, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in eurem Code irgendwelche Zeichen vielleicht dazu führen könnten, dass irgendwas ganz Komisches passiert. Und dann gibt es hier noch ein Delay und das ist auch teilweise wichtig, weil das Delay gibt an, wie lange gewartet wird zwischen den einzelnen Tastaturanschlägen.
Wir wollen ja so ein bisschen einen Benutzer simulieren, wie der wirklich die Datei abtippt. Und wenn das zu schnell ist, dann tatsächlich bekommt der Monaco-Editor auch immer nur, also bekommt nicht jeden Tastenanschlag mit. Der hat intern auch so einen Debounce, so wie das, was wir benutzt haben, um nicht ständig die Datei zu kompilieren, wenn sich was ändert, sondern immer nur, wenn der Benutzer kurz mal aufgehört hat, was zu tippen. Und wenn man hier diesen Delay zu niedrig einstellt, dann werden manche Fehler gar nicht ausgelöst, weil dann ganze Wörter auf einmal getippt werden. Wobei, wenn nur das halbe Wort getippt worden wäre, hätte euer Compiler vielleicht einen Error ausgelöst. Aber man kann ja nicht davon ausgehen, wie schnell der Benutzer tippt. Also eigentlich müsste man hier was ganz Langsames einstellen, damit man wirklich alle Errors bekommt. Aber dann dauert natürlich dieser Test auch wieder ewig. Also da müsst ihr so ein bisschen einfach mal ausprobieren. Wenn ihr irgendwie merkt, ich den Test ausführe und ich kriege einen Error und dann führe ich ihn nochmal aus und habe keinen Error, dann müsstet ihr vielleicht dieses Delay ein bisschen hochstellen, weil das dann Einfluss hat darauf, wie sich das verhält. So, und ganz zum Schluss gibt es dann nochmal hier so einen Befehl, womit gesagt wird, gib mir mal das Window. Ich zeige euch, wie gesagt, gleich nochmal, warum das ein eigenes Window ist. Und dann erwarten wir, dass diese Console-Error-Methode von dem Window nicht aufgerufen wurde. Und das ist auch so ein komisches Ding, wo wir wieder bei den DSLs sind. Aus irgendwelchen Gründen haben die sich gedacht, oh, es wäre voll cool, wenn wir hier so ganz viele Sachen hintereinander schreiben könnten, sodass das sich liest wie ein Satz. Keine Ahnung. Also man kann es natürlich auch anders schreiben, to be called twice, thrice, ja, keine Ahnung. To be called once with. Also man kann da mehrere Sachen auswählen. Wir wollen ja, dass es nicht aufgerufen wird, dieses Console-Error, und deswegen funktioniert das hier gerade gut. Da, wie gesagt, das ist ein sehr, dieses Cypress ist ein sehr großes Ökosystem, da gibt es sehr viele von diesen merkwürdigen Methoden. Man muss die nicht alle können. Das hier reicht für uns. So, und wenn man das hat, kann man das ausführen. Ich habe hier noch zusätzlich, nachdem ich das generiert habe, habe ich hier noch so ein Skript hinzugefügt, und damit ich das nicht abtippen muss. Normalerweise geht das eben mit NX E2E Web Watch. Aber ich starte das jetzt einfach hier so. Und dann passiert ein bisschen was. Also dieses Cypress an sich, ich weiß nicht, auch da kann ich euch nicht erklären, warum die das so machen. Das hat eine eigene Anwendung. Die ist jetzt hier gelandet. Die sieht so aus. Man kann da zum Beispiel für verschiedene Browser die Tests auch ausführen. Macht eigentlich auch Sinn, weil unterschiedliche Browser haben manchmal unterschiedliches Verhalten. Vor allem Chrome und Firefox. Früher gab es ja auch noch sowas wie Internet Explorer, aber das müssen wir nicht mehr machen. Aber man kann hier zum Beispiel auch einfach nur Electron mit irgendeiner besonderen Chromium-Version, die da halt darunter liegt, benutzen. Ich nehme Firefox. So oder so startet das einen neuen Browser. Also ich habe zwar hier schon Firefox offen, aber das hier öffnet nochmal ein neues Firefox. Und zwar eins, wo eure gesamten, was weiß ich, Bookmarks und Passwörter und alles, was sonst so in einem Browser gespeichert wird, auch die Local Storage, die sind da einfach nicht vorhanden. Das hat sein eigenes, seine eigene Daten, und das ist auch gut so. Hier sieht man jetzt die ganzen Tests, die man, also die Dateien, die man angelegt hat. Wir haben ja nur eine. Und die kann man anklicken. Und dann wird automatisch dieser Test ausgeführt. Und jetzt sieht man hier, hier ist so eine Art Mini-Browser-Fenster. Also hier steht Firefox, hier steht, dass dieses Fenster eine feste Größe hat, hier steht die URL, und da drin ist unsere Anwendung. Und deswegen auch gibt es dieses eigene Window, weil das hier ist im Prinzip ein Iframe, und in JavaScript funktionieren Iframes so, dass die ihr eigenes Window und ihren eigenen globalen Scope haben. Und deswegen müssen wir darauf zugreifen. Jetzt werden hier die ganzen Schritte, die wir beschrieben haben, einfach durchgeführt. Zwischendurch sehen wir noch mal so Sachen wie, welche Assets werden zu welchem Zeitpunkt geladen, hier diese ganzen JSON-Dateien. Hier ist dieses Klick, was wir gemacht haben, dass der irgendwo, also da den Cursor hinklickt. Da kommen noch mehr Assets. Also hier sieht man auch wieder, dass da die Reihenfolge ein bisschen davon abhängig ist, wie schnell euer Server und eure Anwendung lädt. Aber das Cypress funktioniert glücklicherweise so, dass es teilweise darauf wartet, dass manche Sachen verfügbar sind, wenn sie noch nicht richtig geladen sind. Also es funktioniert relativ verlässlich eigentlich in dem Sinne. Man braucht da keine Timeouts benutzen. Hier wird dann Meta Backspace eingetippt,
Und man sieht hier auch, wenn ich über die Schritte drüber gehe, gibt es immer so eine Vorschau, wie sah das Fenster in dem Moment aus. Und jetzt wechselt er hier die ganze Zeit hin und her. Vorher war es eben irgendwie noch im Light-Mode und da stand der Text. Und dann danach, nachdem das gemacht wurde, ist der Text geleert. Dann sucht er wieder das hier. Hier kann man auch so ein bisschen debuggen, wie diese Selektoren irgendwas auswählen. Also hier sind offensichtlich zwei Ergebnisse. Wir nehmen uns dann das erste und dann wird hier dieser Text reingeschrieben. Und am Ende ist dann hier nochmal diese Assertion, die halt jetzt erkennt, dass wir keine Errors in unserem Code haben. Die würden wir übrigens sehen, indem sie hier ganz normal geprintet werden. Also tatsächlich ist es hier so, dass die Konsole, die in diesem Iframe existiert, die wird trotzdem nochmal gespiegelt in dieser Konsole. Hier werden Sachen von Cypress angezeigt, aber auch von unserer Angular-Anwendung. Theoretisch kann man es auch filtern, aber ich bin gerade nicht sicher, wo der Button dafür ist. Ah, hier. Das hier ist. Nee. Okay, geht nicht gut. Egal. Also da sehen wir das alles. Das leere ich jetzt auch mal, weil wenn ich das neu starte, zum Beispiel hier, dann wird die Seite auch komplett neu geladen, der Test wird neu ausgeführt und wir sehen auch jetzt mal so ein bisschen, wie das abgespielt wird, wie diese Tasten gedrückt werden. So, übrigens, also dadurch, dass hier die Maße von dem Fenster festgesetzt sind, verhält sich das auch so, dass das zum Beispiel zoomt, statt irgendwie responsiv zu sein. Das ist absichtlich, damit man auch irgendwie konsistente Koordinaten und sowas hat bei den Elementen. So, jetzt kommen wir mal dazu, warum das hier nicht eingerückt ist. Das zeige ich euch einfach ganz schnell mal. Und dann erkennen wir auch gleich, wie sich das generell verhält. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel einrücke und mal die Funktion und die hier und die hier, wenn ich das speichere, hier, dann führt er auch den Test neu aus. Also immer wenn ihr in eurer Anwendung entweder den Test oder irgendwas anderes verändert, dann wird das hier neu ausgeführt. Das heißt, es ist unglaublich praktisch, um das so auf einem zweiten Bildschirm aufzumachen, irgendwas zu coden und dann sofort zu sehen, hat das jetzt eine positive Auswirkung auf den Test oder macht das alles kaputt? So, jetzt sehen wir hier, warum ich das nicht eingerückt habe. Das liegt teilweise an meiner Sprache, teilweise auch daran, wie Monaco funktioniert. In Monaco ist es so, wenn ich in einer Zeile bin, die schon eingerückt ist und dann drücke ich Enter, dann habe ich die gleiche Einrückung wie vorher. Jetzt ist aber hier dieser Text so beschaffen, dass hier dieses Enter ist. Dann kommen zwei Leerzeichen und dann kommt erst der andere Text. Und deswegen wird das immer mit jeder Zeile ein bisschen mehr eingerückt. Ich glaube, man könnte es vielleicht irgendwie hinbekommen, sodass das, indem man dieses Format on Type oder sowas implementiert, dann gibt es dieses Problem nicht. Oder auch, wenn man dem Monaco-Editor ein bisschen besser erklärt, was in euren Sprachen als Klammern gilt und was nicht. Also was eine quasi Einrückung eigentlich verursacht. Wenn man das nicht hat, dann muss man eben hier diese ganze Einrückung wegmachen. Ansonsten ist das halt echt schlecht lesbar. So, und jetzt auch hier sieht man, ach, ich gehe mal auf das Falsche. Aber hier sieht man wieder, es wird einfach neu gestartet, wenn ich was ändere. Was jetzt hier nicht ist, lustigerweise, sind die Errors. Und ich glaube, dafür muss ich mal, weil ich es selber schon gefixt habe, hier nochmal den Adler ausführen, damit ihr das gleich auch mal seht. Also. Wir starten das mal neu. So, jetzt habe ich hier herausbekommen. Während das hier ausgeführt wurde, hat mein Compiler irgendwo ein Problem gehabt. Zum Beispiel hier, Type Error, Class 1 ist undefined. Offensichtlich, also das erkennt ihr ganz gut daran, dass das in dieser Editor Worker TS .js Datei gelandet ist. Offensichtlich liegt das an dem Compiler. Wenn ich hier mal hinklicke, dann sehe ich hier auch, okay, Class Compilation Unit, das ist mein eigener Code, hier ist irgendwo Resolve und hier hat er jetzt ein Problem gefunden. Und dann muss man immer überlegen, okay, woher kommt denn das? Ich habe ein bisschen rumgespielt und versucht, diese ganzen Errors selber zu beheben. Und tatsächlich waren alle Probleme, die ich jetzt hatte, hatten immer ihren Ursprung in der Antler-Datei. Und das zeige ich euch auch gleich, warum.
Genau, also man kann hier nochmal so ein bisschen durchscrollen. Hier sind natürlich auch die Logs von dem vorherigen Durchlauf. Das ist ein bisschen nervig. Dafür gibt es hier den Button, glücklicherweise. Und man kann das natürlich ein paar Mal wiederholen. Also es ist jetzt hier immer dieser Error. Und aber auch andere. Also hier stand jetzt Statement is undefined. Undefined has no properties. Und irgendwo stand noch Method is undefined. Also man sieht natürlich hier auch, woran das, also bei welchem LSP-Feature das eigentlich kaputt gegangen ist. Also in dem Fall ist es bei Completion gewesen. Oft ist das auch bei diesen Document-Symbols oder bei diesem Semantic-Highlighting, weil das sind eben Sachen, die sowieso immer passieren, wenn der Benutzer irgendwas verändert. Es kann natürlich auch Errors bei der Completion geben. Die wird ja bei mir zum Beispiel auch so halb getriggert, sobald man auf den Punkt drückt, gibt es ja auch dieses Completion-Fenster in meiner Sprache, das hatte ich so konfiguriert. Ihr könnt aber auch mal vielleicht damit rumspielen, ob ihr hier so, ja, wobei es könnte schwierig werden. Also wenn ihr hier diese Special Char Sequences ausmacht und dann hier sowas schreibt wie Control Space, dann müsste der ja auch da die Completion triggern, aber ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht müsste man dann irgendwie hier Tab oder so drücken, damit der dann auch wirklich das Completion-Item auswählt. Das ist ein bisschen schwierig, sich zu überlegen, welche Tasten habe ich gerade gedrückt, um die dann hier nochmal einzuschreiben, weil man das ja meistens einfach aus Gewohnheit diese Dinge drückt. Könnt ihr aber mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Dann würde man nochmal so ein bisschen robuster diese Autocompletion auch wirklich testen. Oder ihr macht hier. Ah, nee, das geht nicht. Also, wie ich eben gesagt habe, das kommt meistens aus der Antler-Datei. Und wir können uns das mal kurz angucken hier in dem Parser. Eine Stelle ist zum Beispiel hier entstanden. Ich hatte in dieser Statement-Liste, also wenn man das debuggt, das brauche ich jetzt nicht alles zeigen, wenn man das debuggt, fällt einem auf, in dieser Statement-Liste ist irgendwie ein Undefined gelandet. Und der Grund dafür ist höchstwahrscheinlich das hier gewesen, dass hier Push aufgerufen wird und dann hier auf Statement.s zugegriffen wird, was wahrscheinlich undefined war. Und wir hatten ja extra in der TS-Config eingestellt, dass sowas hier ohne das Ausrufezeichen erlaubt sein soll. Obwohl hier eigentlich tatsächlich das hier stehen müsste. Weil diese Return-Variable, die ist halt eben nicht immer besetzt. Wir gucken mal kurz in die Grammatik. Das war hier bei dem Block-Statement. Das macht hier dieses Statements-Push-Statement.s. Und hier wird ja dieses S immer erst dann gesetzt, wenn ich tatsächlich ein gesamtes Statement geparst habe. Das heißt, wenn das irgendwie unvollständig ist, dann wird das hier, diese Variable, nie gesetzt, bleibt auf undefined und wird dann an der anderen Stelle geladen und landet dann als undefined in dieser Liste drin. Das passiert sehr häufig. Das passiert vor allem eben bei solchen Sachen, wo ihr Push benutzt oder an manchen wenigen anderen Stellen. Also bei mir waren die Probleme jetzt immer bei diesem Push. Und eine Lösung ist jetzt einfach zu sagen, man ignoriert Statements, die undefined sind, weil mit denen können wir sowieso nichts anfangen. Die sind immer ein Resultat dessen, dass der Benutzer irgendwas Unvollständiges getippt hat. Deswegen brauchen wir die nicht im Compiler. Und dann sagen wir hier einfach Statement.s und dann das hier. Für diejenigen, die das nicht kennen, dieses und ist eigentlich nur in JavaScript so eine andere Syntax anstelle von einem if. Also das gleiche Ergebnis hätten wir, wenn wir hier if das, dann ja, und dann hier halt nochmal die Klammern. Aber ihr könnt es auch so schreiben. Das ist ein bisschen, das tatsächlich findet man das sehr häufig in JavaScript-Code, diese Syntax. So, und an anderen Stellen könnte ich das jetzt auch machen. Zum Beispiel, wir erinnern uns, ich hatte ja den Error in der Compilation Unit. Das liegt nahe, dass es dann irgendwie was mit dieser Regel hier zu tun hat. Und auch hier brauchen wir wieder diesen Check, wenn class.c, dann pusht die Klasse. Hier kann man das auch machen. Wir probieren es aber jetzt mal ohne und dann sehen wir, dass tatsächlich nur noch Field und Method und sowas übrig bleiben als Errors. Was das Cypress nicht mitbekommt, ist Änderungen an eurer Grammatik. Deswegen müsst ihr immer hier nochmal Compiler Antler ausführen. Das war ja aber auch in den anderen Fällen schon immer so. So.
Ja, hier will ich hin. Dann starte ich mal das Neue. Hier sind jetzt neue Errors, glaube ich, hinzugekommen. Undefined has no properties. Wenn man das mal anguckt, dann sieht man, dass es irgendwie ist in diese Methoden, ist man nochmal in den Undefined reingerutscht. Also man kann dann immer so ein bisschen, man muss dann immer so ein bisschen überlegen, aus welchem Grund ist da jetzt eine Undefined gelandet in einem Array, was ich in TypeScript-Code eigentlich als Array von nicht undefined deklariert habe. Das ist halt so ein bisschen schade, dass man da dann nochmal extra drauf achten muss, aber tatsächlich ist es so, dass die einzigen Typfehler, die auf diese Weise entstehen können, oder die meisten davon kommen, wie gesagt, aus dieser Adler-Grammatik, weil da wir eben nicht diese Typsicherheit haben da. Da steht einfach, dass es immer nur dieses Statement S gibt, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Ich fixe das jetzt auch einfach nochmal. Yield.f, method.m, Konstruktor C. Das lädt neu. Okay, nicht so wirklich. Und diesmal ist das tatsächlich durchgelaufen. Also alle Errors, die jetzt noch waren, sind vom letzten Durchlauf. Man erkennt es auch hier an diesem Zeug, das ist immer die Grenze. Weiß nicht, warum er das nicht zu Ende getippt hat. Man merkt jetzt schon, also mit 20 Millisekunden dauert es ja schon irgendwie jetzt einige Zeit, um das abzutippen. Wenn die Beispieldatei komplexer wird, ist natürlich was anderes. Ihr könnt dann auch gucken, ob ihr vielleicht einfach mehrere Tests macht, die für die verschiedenen Beispiele, die man laden könnte, irgendwie einstehen. Dann könnt ihr mehrere Sachen auf einmal testen, weil diese Cypress-Tests, die können grundsätzlich eigentlich auch parallel laufen. Dadurch, dass die nicht wirklich den Cursor und die Tastatur für sich beanspruchen, kann man auch mehrere davon auf einmal ausführen. Das könnt ihr einfach mal ausprobieren. Und dann sieht man hier auch so eine Übersicht, also wie viele sind fehlgeschlagen, wie viele sind durchgelaufen. Das lohnt sich tatsächlich da. Okay. Könnt ihr auch machen, ja. Genau, also der Cypress-Test kann einfach mal alles ausprobieren, auch Autocomplete oder Autoformat oder wenn ihr das richtig hinbekommt, eben die Maus zu steuern, dass die hier Rechtsklick macht und dann auf irgendwas draufklickt. Also grundsätzlich, alles, was ihr hier seht, sind ja nur stinknormale HTML-Elemente. Und zum Beispiel dieser Knopf, wenn er jetzt nicht verschwunden wäre, ja, das ist ein bisschen doof. Naja, gut. Also da gibt es auch Möglichkeiten, wie man rausfindet, wie die ID davon ist. Ansonsten nehmt ihr einfach die Tastenkombi, die steht ja hier eigentlich auch immer. Command F12, Shift F12. Auch das hat eine Tastenkombi. Das könnt ihr alles darüber lösen. Dann müsst ihr die Maus nicht bedienen. Gut, okay. Dann gehe ich nochmal kurz hier hin. Sind jetzt alle, also wissen jetzt alle, was sie zu tun haben anhand von diesem Cypress und den sonstigen Anforderungen. Dreieinhalb Wochen sind Zeit. Nochmal für diejenigen, die sowas gerne aufschieben. Dreieinhalb Wochen sind tatsächlich dafür gedacht und so lange dauert das wahrscheinlich auch. Also fangt damit nicht erst kurz vor Ende an. Kann ich nicht empfehlen. Okay, gut. Da es keine Fragen mehr gibt, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Hat mir sehr Spaß gemacht, dieses Modul mit euch zu machen. Ich freue mich auf die Prüfung und die Abgaben. Ich habe diesmal ausnahmsweise keine Folien für andere Veranstaltungen oder Projekte. Andere Veranstaltungen kann ich euch noch nicht sagen. Ich mache im Sommersemester nur STP und Projekte funktionieren bei mir ein bisschen anders. Ich komme wahrscheinlich auf euch zu, wenn ich irgendein Projektthema habe, was ich denke, dass ihr gut machen könntet. Ich kann noch eine Evaluation machen, wenn ihr das wollt. Ja, also. Es steht übrigens auch noch nicht wirklich fest, ob diese Veranstaltung nochmal stattfinden wird, so in der Form.
Deswegen macht eine Leerevaluation vielleicht nicht so mega viel Sinn. Also ich kann es noch nicht genau sagen. Okay, gut. Dann nochmal Dank für die Aufmerksamkeit und dann bis zu den Prüfungen. Ciao.